Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Astro TV. Ich habe Engels- und Jenseitskontakte. Ich habe jetzt das sexuelle Karma, was ich als erstes abziehen werde. Sie können die Zukunft vorhersagen, haben auf alles eine Antwort. Das Schicksal der Anrufer ist ihr Geschäft. Wer mit dem Orakel persönlich sprechen will, braucht erst einmal Glück. Ein Zufallsgenerator entscheidet, wer ins Studio durchgestellt wird und wer nicht. Kassiert wird von jedem, der es probiert. 50 Cent pro Anruf. Trotzdem rufen viele an, hoffen auf Lebenshilfe. Liebe Zuschauer da draußen, während ich die Luisa berate, habt ihr jetzt die Möglichkeit, sich jetzt einzuwählen für die anonyme Runde. Ich glaube, dass es ganz viel so eine Problemlösungsstrategie ist. Ich rufe da mal an, vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen. Das sollte Sie beruhigen. Sie haben einen permanenten Glücksaspekt durch den Jupiter. Also wenn Sie bei der Operation sterben sollten, dann nur, weil am nächsten Tag die Welt untergeht und es Ihnen erspart bleibt, sage ich mal, ja? Mein Mann ist sehr krank, ist sehr dement. Oh ja, ich bin so glücklich. Ich versuche das bestimmt schon seit 2 Jahren. Oh, seit 2 Jahren. Ach du Schatzliebe. Und jetzt bist du gut durchgekommen? Ja, jetzt beim 2. Mal heute schon. Oh, du Liebe. Oder weinst du schon immer? Da hast du es aber wirklich nötig. Ich denke, dass man den Menschen nicht gerecht werden kann und auch der Situation nicht gerecht werden kann. Doch das interessiert Astro TV nicht. Denn gerade in solchen Situationen sind die Kunden noch für ganz andere Produkte empfänglich. Im Astro TV-Shop im Netz gibt es kosmische Energie mit dem Pyramiden-Set zum Sonderpreis von nur 499,75 €. Astro TV ist sozusagen das Schaufenster dieses ganzen Unternehmens. Da nimmt die Berater, die besonders telegen sind, die besonders unterhaltsam sind, und setzt sie ins Fernsehen und dann beraten sie irgendwie vor laufender Kamera die Kunden. Und letztlich ist es eigentlich nur ein riesiger Werbespot, der dazu dient, dass immer mehr Leute diese Hotlines anrufen. Denn Astro TV ist auch Werbeplattform für weitere Beratungsdienste. Auch außerhalb von Astro TV bieten erfahrene Berater telefonische Lebensberatung an. Auf Questico, Deutschlands erfolgreichster Plattform für esoterische Lebensberatung. Astro TV und Questico gehören zur Berliner Advico AG. Hauptaktionär ist kein Esoterik-Guru, sondern ein internationaler Finanzinvestor. Auch Questico vermittelt Kontakte zu Lebensberatern, deren Qualifikation Glaubenssache. Formal muss ein halbes Jahr Berufserfahrung als Lebensberater nachgewiesen werden. Zur Not bietet Questico selbst entsprechende Schulungen an. Außerdem im Angebot esoterische Seminare für jedermann. Journalist Bernd Kramer hat sich mit dem System dieser Beratungsangebote befasst und die Struktur dahinter untersucht. Also ich habe mir mal den Spaß gemacht, für mein Buch bei einer Beraterin anzurufen. Und man wird ja meistens geködert mit so 15 Gratisminuten und so weiter. Die waren dann auch relativ schnell weg. Und am Ende hat die Beraterin Karten gelegt und noch so einen Ordner zur Hand genommen. Und das Ganze hat eine halbe Stunde gedauert und mich 50 € gekostet. Und da kommen Sie in die Richtung, was eine seriöse psychotherapeutische Beratung kostet. Nur da haben Sie einen Fachmann und eine Fachfrau vor sich, wo es ganz klare Regeln gibt. Entscheidend für den Erfolg ist die mediale Verbreitung über Astro TV. Der Sender gilt als ganz normales Fernsehprogramm. Die Lizenz stammt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Im Fernsehen ist das erlaubt, was auch im normalen Leben erlaubt ist. Sie haben ja solche esoterischen Beratungen, Wellnessberatungen und so weiter, haben Sie ja sehr vielfältig in verschiedenen Formen. Also vom Horoskop bis zur Wahrsagerin, Kartenleger, das gibt es ja alles. Und warum sollte das im Fernsehen verboten sein? Bei Astro TV gab es allerdings immer wieder mal Ärger. Eine Frau telefoniert sich in den Ruin. 2007 lautete der Vorwurf Abzocke und Intransparenz, das Unternehmen als Seelenverkäufer. Es kam im Rahmen der Landesmedienanstalt die Frage auf, wie gehen wir damit um, wie ist das einzuordnen, wie ist das zu bewerten. Und dann hat man sich die Programme angesehen, mit den Sendern gesprochen und dann kam es eben zu dieser Selbstverpflichtung, die halt ein Stück weit eben das Geschehen regeln soll. In der freiwilligen Selbstverpflichtung heißt es: Den Moderatoren ist es untersagt, zu den Themen Tod und lebensgefährliche Krankheiten zu beraten. Das gilt insbesondere für Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden. Was Gesundheitstipps aber keineswegs ausschließt. Ja, genau. Annemarie, lass uns bitte mal anschauen, ob da nicht eine Arthrose. Gehen Sie mal zu Ihrem Orthopäden, der ist sehr gut. Ja, liebe Frau Kasch, ich habe bei Ihnen hier eine Nachuntersuchung liegen, beim Internisten. Ja, das
steht schon an. Das steht an und Sie lassen bitte mal Ihr Herz untersuchen, liebe Frau Kasch. Helicobacter pylori heißt das Ding. Nee, habe ich noch nicht. Also lassen Sie sich bitte anschauen, weil Ihr Magen ist sehr übersäuert, auch Sodbrennen. Da er nur die Anrufer darauf aufmerksam macht, dass er sich mit ihren Problemen, gesundheitlichen Problemen zu beschäftigen und zum Arzt zu gehen, also das wird ja auch immer wieder betont, sie sollen zum Arzt gehen, sehe ich da kein Problem. Es sollte unbedingt vermieden werden, auf irgendwelche Organe oder Erkrankungen oder irgendwas hinzuweisen und auch auf den Hinweis, ob das gut oder schlecht wird. Das ist aus meiner Sicht ein fataler Fehler, wenn man sowas machen würde. Auch mit dem Hinweis, gehen Sie dann zum Arzt. Sowas sollte auf keinen Fall benannt werden. Erlaubt ist es schon. Doch wer haftet eigentlich für die Tipps der Berater? Wer prüft, ob Ihre Hilfe am Ende vielleicht mehr schadet als nützt? Nur der TV-Bereich unterliegt der Medienaufsicht. Bei Questico greift deren Kontrolle nicht. Die meisten Gespräche werden also nicht kontrolliert, laut Geschäftsbedingungen auch nicht von Questico. Questico hat von dem Inhalt und Umfang der erteilten Auskünfte keine Kenntnis und prüft diese nicht auf ihre Richtigkeit. Der Esoterikmarkt expandiert, genau wie Advico. Seit 2010 gehört auch die Horoskopfirma Viversum dazu, der Markt der Wahrsager. Längst ist er in fester Hand. Darüber sprechen wollen die Verantwortlichen nicht, schreiben Zapp lapidar. Wir haben in den vergangenen Jahren wiederholt gegenüber verschiedenen Medien Stellung genommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir weitere Fragen nicht beantworten und kein Interview geben werden. Das ist vielleicht auch irgendwie gar nicht verwunderlich, dass Sie inzwischen Presseanfragen und so weiter ins Leere laufen lassen. Das ist ja letztlich auch ein Geschäftsmodell, mit dem man sich nicht unbedingt schmücken kann. Dafür eins, mit dem man prächtig verdient. Allein 2011 machte Advico mehr als 90 Millionen Euro Umsatz. Tendenz steigend. Lassen Sie uns draufschauen. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Bis gleich.